Karabiner als Erste bei uns im Lehrcenter begrüßen und den beiden Herren neben mir herzlich gratulieren zum, glaube ich, sehr wichtigen 3:2-Sieg gegen den LASK. Wir beginnen mit dem Erdschan, der auf vielfachen Wunsch mitgekommen ist und dann früher gehen kann, wenn er will, natürlich. Und darf dich bitten, Erdschan, die Kollegen hier hören die Vorinterviews nicht, die LASK, du hast schon 2 gegeben. Bitte ein kurzes Statement von dir zu diesem Spiel, aber natürlich auch zu deinen 2 immens wichtigen Toren, die Pflichtspieltore 10 und 11 in dieser Saison von dir. Ja, also ich finde, am Anfang haben wir nicht so ein Spiel gefunden. Wir haben einen klaren Plan gehabt, den haben wir am Anfang nicht so umgesetzt, wie wir es wollten. Und dann haben wir den Schalter gut umgelegt und haben ein gutes Spiel hingelegt und haben verdient gewonnen. Zwei Sätze kurz zu den Toren, genau. Etwas unterschiedlich. Ja, wir haben sehr gut rausgespielte Tore und wir freuen uns alle darüber. Aber wichtig ist, dass wir gewonnen haben. Dankeschön. Bitte gerne Fragen an den Erdschan. Bitte, Herr Christian Hartl, der Dame mit dem Mikrofon ist schon unterwegs. Erdschan, gratuliere. Ich meine, ihr wirkt alle, ihr habt ja ein Programm, das ist ein Wahnsinn, wie dieses dichte Programm, das ihr habt. Wie schaffst du dann trotzdem noch, du warst im Nationalbild dabei, du hast überhaupt keine Pausen, dass du doch irgendwie noch von dort diese Coolness hast, dass du halt so entscheidende Szenen hast. Wie geht es dir überhaupt körperlich? Es wird dann geredet, dass auch zu viel gespielt wird, nicht? Ja, es ist nicht einfach, es sind viele Spiele, aber wir probieren das Beste daraus zu machen. Es ist ja schön, dass man international spielt, im Team dabei ist und ja, es ist trotzdem nicht einfach. Wir probieren gut zu regenerieren und uns auf die Spiele gut vorzubereiten. Danke sehr, noch weitere Fragen an den Doppeltorschützen. Bitte, Alex Huber vom Kurier, ich glaube, dann Philipp Lauterschach und Sky. War nicht so sicher, ob du gerade umziehen wirst oder... Gratulation zu den beiden Toren. Vielleicht, wenn man an die Zeit Vorspiel zurückdenkt, wie sehr hilft es eigentlich, wenn man wie beim Cup-Spiel nicht durchspielen muss, weil es halt entschieden scheint. Man kommt früher raus. Hilft es dann tatsächlich? Ist das dann 3 Tage später vielleicht die paar Prozente, die du dann mehr abliefern kannst? Oder ist das eher nur eine Belohnung, damit du nicht jedes Mal durchspielen musst? Also das Programm ist, wie gesagt, enorm. Wir spielen viele Spiele und wenn mich der Trainer durchspielen lässt, dann werde ich auch durchgespielt. Kein Problem lösen. Das heißt, für dich ist mehr oder weniger egal oder merkst du auch manchmal, dass du an die Grenzen kommst? Natürlich merke ich auch, dass eine oder andere, es schmerzt halt auch schon ein bisschen ab und zu, aber ja, das kriegen wir, glaube ich, gut hin. Eine Frage zum Beginn, was du gerade hast, ihr habt einen kleinen Plan gehabt, aber den habt ihr am Anfang nicht umsetzen können, abgesehen davon, dass der LASK auch gut gestartet ist. Was war das Problem? Ja, wir haben leichte Ballverluste gehabt, meiner Meinung nach, und genau wo wir rausspielen wollten, haben sie umgeschaltet und das waren halt Meter für uns, die uns halt wehgetan haben und das wollten wir eigentlich nicht. Und ja, dann haben wir den Schalter gut umgesetzt und haben genau das gespielt, was wir uns alle zusammen vornehmen. Dankeschön, ich glaube, Philipp Lauterschach, gerne von Sky Sport Austria. Ist es so, dass du im Laufe dieses Spiels heute gefühlt hast, dass da was Entscheidendes passieren kann von deiner Seite her? Gibt es solche Momente im Spiel, wo man sich denkt, heute ist der Tag? Also ich denke mir, jedes Spiel heute ist mein Tag. Ich gehe so rein in die Spiele und ja, wenn es dann der Tag ist, dann freue ich mich darüber, wenn nicht, dann bin ich halt freudig, aber so ist das Geschäft halt. Wie wichtig ist auch das Vertrauen des Trainers, das du immer bekommen hast, eigentlich schon seit dem Zeitpunkt, wo du begonnen hast, auch wirklich regelmäßig dann zu spielen? Also habe ich schon wieder gesagt, dass mir das wichtig ist. Ich spiele, ich mache meine Arbeit gut, glaube ich, und deswegen spiele ich auch. Die Rapid-Fans interessiert natürlich auch deine Vertragssituation. Gibt es Gespräche? Wie schaut die aktuelle Situation aus? Kannst du da was dazu sagen? Ich habe dafür ein Management und die kümmern sich darum, glaube ich. Also ich weiß, dass es Gespräche gibt. Dankeschön. Herzlichen Dank, dass du da drin sind. Natürlich kannst du gerne dabei bleiben und du wirst froh sein, wenn du jetzt unter die Dusche kommst. Aber wie gesagt, gerne dabei. Super. Danke. Danke, Herzlichen Dank. Ja, Trainer. Also wie gesagt, nochmal herzliche Gratulation. Mittlerweile dann 6 Pflichtspiele in Serie umgeschlagen, aber ich glaube, wichtiger der heutige Sieg. Dein Resümee zu diesem
3:2 in dem immer sehr emotionalen Duell zwischen Rapid und LASK, man auch heute bis nach dem Spiel sogar gesehen hat. Ja, natürlich war der Oktober jetzt eigentlich erfolgreich, wenn man sagt, dass man jetzt kein Spiel verloren hat, aber andererseits haben wir da, wenn wir jetzt Klagenfurt und Hartberg kennen, haben wir 4 Punkte verloren, die haben uns wirklich gut getan, weil dann waren wir auch in der Nähe von Sturm Graz gewesen vom WC und muss man einfach dazu sagen, dieses Spiel, der hat schon richtig gesagt, wir haben einen Plan gehabt, haben aber erste Halbzeit eigentlich speziell die ersten 30 Minuten überhaupt keinen Zugriff gehabt, haben da wirklich sehr viel Fehler im Spielaufbau gemacht, beziehungsweise war einfach LASK wacher und war einfach aggressiver, hat uns im Prinzip hat das gut gemacht gegen den Ball, was wir gewusst haben, dass LASK wirklich versucht, mittlerweile wieder ein bisschen mehr gegen den Ball zu arbeiten und da haben wir einfach nicht die richtige Lösung gefunden, beziehungsweise wir haben halt den Tiefgang gehabt, dass wir da die Bälle in den Rücken von der Opfer spielen können. Aber andererseits, und da hätte natürlich, muss man schon ehrlich sagen, hättest du auch schon zwei nicht stehen können, muss man mal so sagen. Aber dadurch ein Spiel, wie man weiß, 90 Minuten dauert und auch ab 45 Minuten, ab der 30. ist dann ein bisschen anderer Pep reinkommen, haben das ein bisschen abgestellt, diese Fehler haben auch natürlich dann nach vorn besser gespielt und ich denke, das Wichtigste war das Tor, das unglaublich schöne Tor zum 1-1, das war dann für uns enorm wichtig, kurz vor der Pause, zu einem richtigen Zeitpunkt und dann natürlich in der Pause hat man dann Dinge ansprechen können und die Jungs haben dann eigentlich dann weitergemacht und dann war es ein offenes Spiel und war, glaube ich, ein sehr interessantes Spiel für den Zuschauer. Und die Jungs wollten das Spiel gewinnen und wir waren dann wirklich da. Und glaube ich, ist vieles geboten worden und im Endeffekt ist es das Schönste, dass wir den Dreier gemacht haben, weil es ja für beide Mannschaften ein wichtiges Spiel war. Und LASK steht zwar auf Platz 12 jetzt, aber das kann ich habe vor dem Spiel gesagt und werde am anderen Spiel sagen, das ist auch nur eine Momentaufnahme. Und, aber für uns war es wichtig, weil wir da jetzt wieder nach oben gekommen sind, aber mit dieser Tabellenkonstellation ist jetzt, kann jetzt jede Woche was anderes passieren, aber weil wir vorher gesprochen haben von Belastungen, das kommt nicht von ungefähr, dass Sturm, Rapid und LASK Probleme haben. Also ich glaube, dass alle drei Mannschaften gut trainiert sind, von guten Leuten trainiert wird. Also da rede ich jetzt nicht nur von den Trainern, sondern auch von den Leuten, die das physische Training machen. Bis auf Salzburg haben auch die Verletzte, aber die haben halt einen Kader, was sagst du, da wird es wurscht sein. Und ich glaube, das ist halt sehr schwierig für Mannschaften, die international spielen. Und das ist jetzt nur ein Detail am Rande, wo ich sage, also, weil ich jetzt abgeschweift bin, aber es ist nicht einfach für die Spieler. Und da spreche ich nicht nur unsere Spieler an, sondern generell die Spieler, die im ganzen Bewerb tätig sind. Und es ist kein Futter mehr für Mannschaften wie LASK, Rapid und Sturm in der Liga. Weil sie einfach, wir haben jetzt den dritten Block mit 6 Spielen gehabt und das ist, deshalb bin ich natürlich sehr, sehr happy über die Mannschaft, dass sie das drüber gebracht haben. Die was du selbst ansprichst, das passt ja ganz gut. Den Kapitän hast du in der Pause drinnen gelassen. Taxifahren, das hat man gesehen, dass da offensichtlich was eingeschossen ist. Kann man sagen zu den beiden? Also Maxi war so vorweg, der wollte halt unbedingt spielen. Also ich bin gerade der Gegner davon, wenn er der Arzt sagt, das ist nicht ratsam. Aber er hat gesagt, nein, in dieser Situation wieder spielen. Aber wie gesagt, ich kann ihn nicht fesseln. Und hat dann erst einmal das nicht allzu schlecht gemacht und hat aber dann zur Pause Kopf gehabt, beziehungsweise war schwindig und dann war ganz klar, dass er draußen bleibt. Und beim Taxi hoffe ich, dass es nicht schlimm ist, aber er hat gesagt, er hat einen Stich verspürt und das lässt dann wirklich schlecht das auch nehmen. Also ich hoffe nicht, dass da auch eine Verletzung ist, die länger dauern wird, weil wir doch jetzt noch bis zur Länderspielpause zwei wichtige Spüren wiederum. Und das wird uns nicht hart treffen, aber ich kann mich nur wiederholen, das ist einfach für Spieler, auch wenn sie gut trainiert die Probe sind, einfach zu Überbelastung. Danke, dann darf ich Sie euch um Fragen bitten und beginnen wir bei Christian Reichel von der Kronenzeitung. In der Frage zu Robert Ljubicic hat er dann auch im Spiel gesagt, was da vorgefallen ist, weil er hat die rote Karte präsentiert bekommen. Ich habe es jetzt selbst im Fernsehen gesehen, also ich denke, eigentlich, Schiri ist ja nur da angestanden, aber wenn er dann Karten austeilt, muss ich ganz ehrlich sagen,
ist so, dass der Röhne eigentlich eine Gelbe gekriegt hat, der Robert kriegt rot, das war für mich sehr, sehr hart, weil ich immer ganz ehrlich sage, also das ist wirklich, ohne dass ich jetzt gut heißen würde, da hat er mir alles hingegriffen, also wie gesagt, also normal, ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass man das bei der Freundin tut, aber ich glaube, der hätte auch kein Problem mit dieser Berührung, aber Schier hat da überreagiert für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und eigentlich der was im Leben gestessen hat, war der Luca Eder und der ist freigegangen. Also ist lustig. Mir taugt das total, dass einer, der was zum Stessen anfängt, freigeht und der Renner kriegt Geld und der Robert ist ja ein Bad Boy und den gibt mir laut. Also total überzogen. Danke, ich glaube dann gleich weiter vor Christian Hackl vom Samsung. Also, bist du jetzt ein bisschen versöhnt mit dem VAR? Ist das jetzt Referent? Weil diese Öl-Franchise-Hunde, das war Karla. Das war ernsthaft. Was? Ernsthaft? Das war Spaß, ganz hart. Weil ich muss wirklich sagen, es war ein Loch auf für mich, diese Entscheidung, von 70 Meter. Ja. Das meine ich ganz ernst. Ich war 70 Meter weg. Ja. Und da hätte ich alles verwettet, wenn das ein Öfer ist. Da steht der Welt immer lang. Ich meine, bist froh, dass es den doch gibt, den Feuer. Ja, natürlich. Also wenn ich den Ding hätte, kann ich ehrlich sagen, dann haben wir den Apparat weg. ehrlich, also ich bin verwundert, dass er immer rausgegangen ist und sich das selbst nachgeschaut hat, weil wirklich, ich glaube, jeder Zuschauer im Stadion hat gefühlt und er ist aber auf 10 Meter durchgestanden. Und da muss ich wirklich sagen, du hast gesehen, wo der Ball hingeht und da muss ich wirklich sagen, also Wenn er gegeben wäre, dann wäre er halt wieder nicht mehr da sitzen, das weiß ich, weil dann war ich sicher längere Zeit in Luft. Ja. Muss ich wirklich sagen, weil das hätte mich dann wirklich, dann hätte mich keiner mehr stoppen können, weil dann glaube ich nicht mehr an die Gerechtigkeit. Aber es ist ja dann eh so, also wie gesagt, es sitzt das Loch da, also ich bin doch froh. Wie es also war, der Schlüssel doch entscheidet, dass man diese ersten 35 Minuten überstanden hat, relativ gut mit einem Gegentor. Und dann, wenn man jetzt schaut, die Statistik, weiß, was ein Torschuss so es ist, aber 41 Torschüsse beim Spiel, Rapid LASK ist schon was sehr Außergewöhnliches. Ja, ich habe das gesagt, das war für mich ein sehr, sehr gutes Bundesliga-Spiel und deshalb ist es echt krass, dass immer krass, ich muss mich jetzt um meine Mannschaft kümmern, aber ich meine das jetzt nicht nur, dass ich Hübe LASK gesehen habe, damit die 10 Punkte bleiben. Sowieso, aber das ist keine Mannschaft, die was da unten steht, genauso wie eine Mannschaft, die da unten steht. Ja, das ist einfach anderen Dingen geschuldet und ich glaube, dass die Zuschauer da unglaublich gutes Spiel gesehen haben und dann gefreut es umso mehr, dass wir der Sieger waren bei diesem Spiel. Danke sehr. Ich glaube, Alex Uhr vom Kurier. Ist jetzt natürlich schwer, was Schlag auf Schlag geht, aber ist eine Rückkehr von dem einen oder anderen Spieler, zum Beispiel Kevin Wimmer für Zagreb, Möglichkeit oder wird es eher wieder halt einer weniger? Also ich hoffe schon, dass da der Kevin spielbereit ist. Also natürlich muss man da den Spieler vertrauen. Überraschend hat sich beim Dejan Petric ist es so, dass er hat zwar eine Bänderverletzung, aber die Schwellung ist wieder total zugegangen. Er hat jetzt schon ein Lauftraining gehabt. Also werden wir schauen, wie es da weitergeht. Und jeder Spieler hilft uns und der was zukommt. Und diese zwei Spiele müssen wir durchbringen natürlich. Aber ich kann es jetzt im Moment nicht sagen, weil du weißt nicht, wenn einer heute von Beethoven fliegt, was ich nicht hoffe, dann haben wir vielleicht noch ein anderes Problem. Aber ich denke, dass die Mannschaft jetzt wirklich schon sehr dezimiert ist und trotzdem heute dann das getan hat, was man tun muss, sprich, dass man an sich erfährt. Und das geht ja auch darin, jede Stunde der möglichen Regeneration ist es eine Möglichkeit, dass ihr, weil ihr ja schon sozusagen in der Gegenzeit von Zagreb nach Kärnten fahrt und gar nicht mehr heimfahrt, um dann beim WRC eine Reise zu ersparen? Eigentlich will ich alles fliehen, aber dann werden wir zu der Bevölkerung. Nein, ich denke, es ist schon so, dass wir das sicher in Erwägung ziehen, weil es einfach so ist, dass die Belastung, wenn wir da wieder einmal umfliehen würden und hin und her, also es ist schon bei uns so im Plan, dass wir möglicherweise auch von Zagreb direkt nach Kärnten fahren, weil die Anreise dann nicht so weit ist und links halt dann oder regenerieren es dann in Kärnten. Aber ich glaube, jetzt müssen wir freuen wir darüber, dass wir das heutige Spiel gewonnen haben. Alles andere ist eigentlich eh schon fixiert, aber ich will es nicht so. Da
So. Damit man ein Missverständnis auch im etwaiges vermeiden, was man jetzt erst aufhört, den die Zugang kennen. Also ich weiß, es ist immer so, du hast oft gesagt, eigentlich immer gesagt, ein Spieler wird nicht spielen, wenn der Arzt sagt, das geht nicht. Der Maxi hat natürlich dann das, wie sagt man, das Bild gekriegt. Ich glaube, das ist nicht falsch. Ja, aber das aber der Maxi hat natürlich, ja, es ist schon, der Arzt hat gesagt, das ist schon seine Geschichte. Ne? Und das machen wir jetzt keiner so. Also da machst du nicht so, kommt mir vor. Ja, ich weiß oft, wie, was vielleicht falsch auch machen kann. Also keine so machen, ich habe noch keinen Spieler reingeschickt, der verletzt ist oder der nicht spielen kann. So wie ich schon so, und ich bin wirklich sehr gnädig. Jawohl, ich hoffe und glaube, damit ist alles soweit beantwortet. Gratulation, wie gesagt, nochmal und allen einen schönen Feiertag morgen. Danke.